Was geht? Hier ist euer Kalle und Cookie. Ja, und wir spielen jetzt auch für euch eine Runde Rayman Origins. Auf der Gamescom 2013. Hier. Ja. Sind wir im ersten Level der reinste Urwald. Genauso fühlen wir uns hier auch, weil das echt voll überfüllt ist. Alles voll hier. Und wir starten mit dem ersten Level. Und mir sieht man auch noch die tropische Hitze wie im Urwald hier an. Ja. So, wir spielen übrigens auf der Xbox. Nur so als Info. Meiner Lieblingskonsole. Gleichfalls. So, dann gehen wir mal los. Was ganz einfach ist, casual-mäßig ist, nicht schwer, das ist einfach mal ein bisschen springen. Genau, springen, Action, dicke Titten bei Zwischensequenzen. Passt. Sag mal, ist dir schon aufgefallen, dass unsere beiden Charaktere uns irgendwie ähnlich sehen? Oh Gott. Danke, dass du es mir jetzt nochmal eben gesagt hast. Mein Charakter ist halt irgendwie so ein bisschen dünn und deiner ist halt etwas, nennen wir es korpulenter. Und ja. Wuhu! Auf jeden Fall ist Rayman Origins jetzt endlich mal wieder eins dieser Spiele, die man auch schön mit vier Leuten an einer Konsole zocken kann, wenn man natürlich entsprechende Controller hat. Und deswegen ist es auch so mein Favorite, was den Multiplayer-Part davon angeht. Macht für mich extrem viel Spaß. Alleine die Tatsache, man muss ja nicht online sein. Richtig. So. Wir kriegen jetzt die erste Kraft, das ist die Verkleinerungskraft, wenn ich mich nicht irre. Dass wir es kleiner machen können. Oder der Angriff kleiner ja. Auf der Seite. Jetzt gehen wir ihm erstmal richtig. So. X-Drücken zum Angriff. Bam, bam, bam. So. Bam, bam, bam. So, die Level kann man natürlich auch im Speedrun spielen. Wir machen immer so ein bisschen gemütlich. Wir wollen ja hier jetzt nicht gleich den besten Run hinlegen. In der Richtung. So, erste Hälfte ist geschafft. Hier muss man übrigens dann drauf springen, damit die Dinger verschwinden und nicht am besten da in die Sachen, sondern auf die Scheiße. Ja, ja, bei mir hat es auch gerade Platz gemacht. So, Moment, so, jetzt verschwinden die Dinger. Hier können wir dann auch schlagen, damit die kaputt geht. Die kommt aber gleich wieder. Moment, da ist sie wieder. Und noch sind keine Piranhas im Wasser, deswegen da kann man noch ganz getrost rumschwimmen. Die Herzen übrigens, man hat nur zwei Leben. Und je nachdem, ob man dann stirbt oder nicht, Kalle, verliert man halt dann ein paar Looms, also ein paar Viecher, die man einsammeln kann. Und ja, Ziel ist es natürlich immer so viele wie möglich einzusammeln, um Bonuslevel zu erreichen. Ja. Moment, ich hole mal die Münze. Ja, hol dir, gönn dir. Und sonst ist es halt klassisch, wie wäre es damals schon auf der Xbox, auf der PS1 oder N64 Zeiten gezockt hat. Klassisches Jump'n'Run. Übrigens, wenn man stirbt und zu einer Blase wird, kann der Kumpel einen eben kurz schlagen und dann wird man wieder normal. So, hier ist das Ziel, eben alle Gegner zu beseitigen, damit dieser Schleier von dem Käfig weg ist, damit wir den befreien können. Das ist übrigens am Ende jedes Levels, gibt es da dann den. Hol du mal, ich will runter. Danke. So. Erstes Level geschafft, jetzt gibt's ein nettes Foto. Passt natürlich voll zu unserem Körper. Natürlich, es ist original getroffen. Aber wir haben nicht, glaube ich, also 100 haben wir, 150 glaube ich nicht. Also haben wir keine Goldmedaille. Müssen wir besser machen. So, das Ganze gibt es ja auch als Time Trial, also jetzt kann man dann nochmal als Time Trial durchspielen. Und es ist vor allem sehr einfach zu spielen. Ja, ich glaube ja schon. So, aber wenigstens haben wir da schon mal wieder einen freigeschaltet. Wir machen jetzt einfach mal Scheiß, weil das alles freigeschaltet ist, ein Level mit einer Kiste. Und zwar sind die etwas schwerer und schneller. Das heißt, man muss nichts einsammeln, außer diese Kiste, die man fangen muss. Und man muss natürlich dann schnell sein, also in der Richtung. Ach, da ist das Viech. Wenn die Kiste denkt, natürlich, dass wir verprügelt worden. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Nein, ich hab's. Ja, ich hol dich und ich bin raus. Satz mit X, das ist aber nichts. Ja, dann nochmal. Ja, herzlich willkommen zu einem Let's Fail in einem Moment. Also, halte R gedrückt, um zu sprinten. Scheiße. Das sagen sie einem aber auch früh, merkst du? Ja. Ja, das Problem ist, das ist kein neuer Save, den wir gemacht haben, sondern wir haben hier irgendeinen random Save von der Gamescom genommen. Aber halte R gedrückt, um zu sprinten. Moment, das war der hier. Also, da. Guck mal, das geht doch gleich schon viel schneller. Und dann ziehen wir das Ganze nochmal durch. Kalle, wenn was ist, ich save, ich hole dich dann wieder. Boah, noch.
noch läuft und. Hat er. Ah, scheiße. Und da haben wir es gleich geschafft. Und da ist er, ich hab's. Hast du? Ja, ich hab sie gleich. Ja, ein alter Mann ist kein Dezu, du kennst das ja. Ja, ich bin ja noch jung. Ich war jung und rauchte das Feld. Nee, Moment. Scheiße. Hau mich. Ah. Ich komm runter, warte. Ja, wir haben sie eh also. Und da haben wir die Kiste. Und einen Diamanten, der natürlich schon eingesammelt war. Aber wir wollten euch das einfach mal zeigen, weil das sind diese Levels, die, wenn man wirklich lange und schnell dieses Spiel spielt, dann wird man wirklich so gut, dass man beide Spielfiguren zu einer verschmelzen kann, lässt. Und ich habe das ewig gespielt mit dem Kumpel, also ich habe das Spiel komplett durchgespielt und deswegen kennen wir das schon ein bisschen aus. Wir nehmen jetzt mal so ein schönes Level. Ja. Mamamoo Mosquito, falls das noch jemand kennt aus dem ersten Teil, da gab es auch mal diese Moskitos, wo du drauf reiten kannst, ist hier jetzt genauso. Erinnert ein bisschen an Freelancer in 2D. Ja, das ist auch eine Art wie beim Flugzeug, ne? Einfach nur steuern, laufen, fliegen. Ja, das sind die Viecher. Oh. Ja. So mit X zockt man Looms ein oder Gegner und mit A schießt man. Also kann man hier so Freelancer-mäßig durch die Gegend schießen. Man kann aber auch Gegner einsammeln und dann die Gegner dann kaputt schießen. Am Ende kommt übrigens so ein schöner Vogel, den man kaputt machen muss. Der ist total stumpf. Und naja, ist ja klar, Kalle nimmt wieder den kleinen, ich nehme wieder den großen. Ja klar, Standard. So, da ist ein Leben. Und da ist auf jeden Fall eine große Fliege. Ah, jetzt habe ich dran, ja. Das ist das reine Durcheinander. Aber ich sehe schon, wir machen das. Erinnert eben wie die ganz alten Spiele auf. Ja, das ist, man kann es sagen, es ist ein Art HD-Remix von dem allerersten Rayman für die PS1 damals, glaube ich. Och, das hab ich geliebt. Ich hab das immer noch zu Hause, ich hab keine PS1. Aber ich hab mir das Ding halt für die Xbox gekauft, deswegen kenne ich mich. Und jetzt müsste der Vogel kommen, wenn ich mich recht entsinne. Also erstmal hier unten die Kuppel blasen. Ah, Raketen. Die kann man glaube ich auf 1 sorgen, wenn ich mich recht entsinne. So. Deshalb machen wir den Ding drauf. Jetzt müsste auf jeden Fall hier gleich der Vogel kommen. Ach, jetzt haben wir erstmal eine kleine Höhenpassage. Wäre natürlich auch immer von Level zu Level schwieriger. Also, da gibt es dann auch wieder Höhenpassagen, weil es da komplett dunkel ist und man wirklich nur durch die Schussstrahlen sehen kann, wo man langfliegen muss. Das ist aber wie gesagt noch die erste Welt, also ein relativ einfaches Level. Also nichts Wildes. Man räumt hier einfach alles durch den Weg, was da rumfliegt. Da unten waren gerade schon die Piranhas, von der du am Anfang erzählt hast. Halt in den ersten Level kann man noch ins Wasser fallen, später würde ich halt, ich würde es nicht wirklich empfehlen, sagen wir es so, ne? Richtig. Wie gesagt, ich hoffe, wir schaffen es hier noch bis zum Vogel, bevor dieses schöne LP auf der Gamescom 2013 vorbei ist. Heute ist übrigens der Sonntag, das heißt, es wird ein relativ weit hinten liegendes Video sein, aber ihr habt es ja gefunden, also guckt es euch einfach an, teilt es, liked es, wenn ihr da Lust habt. Und macht, was ihr nicht lassen könnt, Menschen. Ja, Tidehut Gas, wie The Floyd sie gerne sagt. Falls jemand The Floyd kennt. So, hier erstmal schön die Engine. Ist tot? Ah ne, okay. Nein, aber so wie das auch so sehe ich auch immer aus, wenn ich irgendwie versuche, einen Slush als Hüftschuhe zu ziehen. Also, Slush als Hüftschuhe. So, jetzt müsste der Riesenvogel kommen, nachdem diese paar kleinen Loops. Ich will übrigens nicht so nach vorne fliegen, was es mal übergeht, dann kommt die Engine einfach. Die musst du einsaugen, weil sonst kannst du den Vogel nämlich nicht kaputt machen. So, weil gleich kommt nämlich dieser Vogel, nimm den mal unten ein. Ja, ohne dich natürlich dann. Und jetzt kommt der Vogel. Da ist er. Er nimmt so ein bisschen an Angry Birds. So, und du musst natürlich die ganze Zeit... Achso. Ja. Das war's dann.